Kreismusikschule ist einfach super. Hallo, mein Name ist Daniel Ackermann und ich bin Trompetenlehrer an der Kreismusikschule Westerwald. Die Trompete hat eine lange Entwicklung hinter sich, vom ventillosen Signalinstrument vor 300 Jahren zu Johann Sebastian Bachs Zeiten hin zum heutigen modernen Instrument im Musikverein, Blasorchester, klassischen Orchester oder in der Big Band. Eben gerade habe ich gespielt das Telemann-Konzert, ziemlich berühmt aus der Blütezeit der ventillosen Barocktrompete. Mit der Erfindung der Ventile im 19. Jahrhundert begann ein wahrer Siegeszug der Trompete. Heute am meisten gespielt in Deutschland ist die B-Trompete. Sie findet sich in jedem Musikverein, Posaunenchor, Big Band, überall, wo es Trompete gibt. Sie ist ein wahres Allround-Genie. Und so habe ich eben gerade gespielt Joseph Haydns Trompetenkonzert in Es-Dur, den zweiten Satz daraus. Das meistgespielte Trompetenkonzert der Welt und ich denke auch das berühmteste. Das Flügelhorn ist artverwandt mit der Trompete, funktioniert genauso, drei Ventile, Mundstück und hat sich aus dem Posthorn entwickelt. Und heute findet man das am häufigsten tatsächlich im Musikverein. Die Piccolo-Trompete ist das neueste Mitglied der Trompetenfamilie, entwickelt im 20. Jahrhundert und darauf wird hauptsächlich Barockmusik gespielt, von Johann Sebastian Bach oder eben das Telemann-Konzert von gerade. Wenn ihr Lust habt, ein Instrument zu lernen oder wenn Sie sich weiterbilden möchten auf einem dieser Instrumente, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, dann können Sie das gerne bei mir tun. Melden Sie sich einfach im Büro der Kreismusikschule Westerwald. Mehr Musik von mir in allen Stilrichtungen finden Sie auf YouTube auf meinem Kanal Daniel Ackermann Trompete oder auf meiner Webseite www.daniel-ackermann.de.